Hallo, wir sind Karin und Simone. Diesmal geht's bei uns um Strumpfhosen. Jetzt im Herbst, wo es wieder kälter wird, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir hören jetzt auf, Kleider und Röcke zu tragen, so wie ich, oder die Strumpfhose kommt zum Einsatz. Welche Strumpfhosentrends es in diesem Herbst gibt und was ihr beim Kauf beachten könnt, sagen wir euch in diesem Video. So ist's, wie ihr zum Beispiel die richtige Größe beim Kauf findet und wie ihr eure Lieblingsstrumpfhose kombiniert. Hier sind 5 Tipps. Die Highlights Herbst 2024, Tipp 1. Strumpfhosen sind nicht nur praktische Begleiter an kalten Tagen, sie haben sich in dieser Saison zum modischen It-Piece entwickelt. Die klassischen einfarbigen Strumpfhosen in Schwarz und Nude kennen wir ja alle schon. Ne? Wer aber ein Modestatement setzen will, geht schon mal auf Farbe wie Rot, Grün, Lila oder die Trendfarbe, jetzt kommt Simone, Peach Fuzz. Das heißt Pfirsich und ist ein orange angehauchtes Rosa. Mhm. Animal Prints wie Leo, Zebra und Schlangenmuster, geometrische Muster wie Karos, Streifen oder Punkte sind angesagt. Es geht aber auch feminin und romantisch mit floralen Mustern wie Blumenmotiven oder Ranken. Und besonders gut, finde ich, ist die Rückkehr der Spitze ans Bein. Das ist nämlich so ein bisschen 90er. Mhm. Eigentlich sagt man, dass die Wahl der richtigen Strumpfhose vom Anlass abhängt. Ich finde aber, das gilt nicht mehr für Frauen in unserem Alter. Klassisch und dezent war gestern und jetzt wollen wir sichtbar sein. Wenn wir schon mal eine Strumpfhose anziehen. Yes. Und da kommen wir zum Tipp Nummer 2, die Styling-Tipps. Um sichtbar zu sein, müssen wir die Strumpfhosen natürlich auch wieder passend kombinieren. Wie? Lassen wir es krachen und kombinieren Farbe und Spitze am Tag. Ihr habt richtig gehört. Ich finde es neu, alles zu mischen. Zum dicken Kaschmir-Pullover den Slipskirt. Ja. Und eine Spitzenstrumpfhose dazu. Jawohl. Das ist sehr gekonnt und stilvoll. Und die Strumpfhose monochrom einzubinden ist auch sehr cool. Das macht man so, da macht man so den Look so ein bisschen elegant. Zum lila Kleid zum Beispiel die lila Strumpfhose. Und ein Tipp dazu, farbige Strumpfhosen eher matt und etwas dicker wählen. Das heißt, in der höheren Dehnzahl, zum Beispiel 40 Dehn je. Das erklären wir aber später nochmal genau. Ja, und neu sind ja die Bermudas in diesem Herbst. Da brauchen wir dringend, leider, die Strumpfhose. Vielleicht die grafischen Elemente mal ausprobieren. Das bringt echt Dynamik an die Beine. Mhm. Und mir fällt noch ein, weil wir da schon auch mal was zu gemacht haben, dieser Farbtest, dass es auch wirklich monochrom ist. Da hattest du ja auch einen Tipp, dass man da, glaube ich, mit Tageslicht und mit der Hand rein und dann genau guckt. Erklären wir noch. Genau. So, dann kommen wir natürlich wieder zu den Schuhen. Welche Schuhe passen zu Strumpfhosen und Kleidern? Definitiv Stiefeletten jeder Art. Die passen zu Röcken und Kleidern und Shorts und natürlich auch zu den Strumpfhosen. Stiefeletten eignen sich sowohl für den Alltag als auch für besondere Gelegenheit und hier gerne auch mal mit Absatz. Und Stiefel aller Art bis Bikerboots bieten nicht nur zusätzlich Wärme, sondern passen auch hervorragend zu Strumpfhosen. Loafer, Slipper oder Brogues sind bequeme Optionen, die sich gut einem lässigen Style anpassen. Mhm. Und Pumps natürlich, der Klassiker. Sie verleihen eurem Outfit einen eleganten Touch und eignen sich natürlich perfekt für formelle Anlässe. Ein Tipp habe ich noch, wenn Schuhe und Strumpfhosen dieselbe Farbe haben, wirken eure Beine übrigens länger. Tipp Nummer 3, da geht es um die Auswahl der richtigen Strumpfhosen. Wie findet ihr für euch die richtige Größe und Passform? Bei Strumpfhosengrößen ist die Beinlänge entscheidend. Deshalb ist die Körpergröße sehr wichtig. Also Frauen mit einer Körpergröße von ungefähr 1,70 sollten sich in Richtung Größe 2, heißt 40 bis 42 und M orientieren. Mhm. Bei einer Körpergröße von 1,75 ist es bei vielen Herstellern schon die Größe 3 und 42 bis 44 und entspricht einer L. Also mein Tipp wäre, am besten im Fachhandel kaufen und eine Größe größer wählen. Und beim Kauf, jetzt kommen wir dazu, die Hand mal in eine dieser Griffproben geben. Die hängen ja meistens an so einem Ring. Gibt es das überhaupt noch? Ja. Schon auch. Ne? Also wenn's Griffprobe, noch Kaufhäuser diese gibt. Abgeschnittene Strümpfe rum und dann kann man die Hand da reinstecken. Und das ist vor allem wichtig
bei dem Hautton Nude, ne, den soll man ja so wenig wie möglich sehen. Und da könnt ihr exakt entscheiden, welcher Hautton der Strumpfhose auf eurer Haut verschwindet. Und das sollte natürlich im besten Fall auch dann matt sein. Kurzer Stopp, wir machen ein kleines Päuschen und es wäre super nett, wenn ihr das Wort Strumpfhose in die Kommentare bei uns schreibt. Dann können wir nämlich sehen, wie weit ihr dieses Video geguckt habt und wir können damit auch gleich den Algorithmus pushen. Lasst uns den Algorithmus pushen. Gemeinsam. Gemeinsam. Glanz trägt auf. Macht Glanz die Wade dick. Ich hatte vorhin schon bei gestreiften Strumpfhosen, dachte ich, hoffentlich längst gestreift und nicht mehr gestreift. Aber gut. Frage zu Sommer- und Winterjahreszeiten und Strumpfhosen. Da gibt es ja natürlich auch natürlich Unterschiede. Was gibt es da im Winter für ein Material oder Herbst-Winter? Ja, es sind einfach die Garne, die dicker werden. Ne? Egal, ob das jetzt Wolle ist, die wärmt natürlich besonders, oder auch Nylon. Ne? Die Garne sind dicker und die werden in Denier gemessen. Je höher die Denenzahl, so heißt das dann, desto dicker ist das Garn. Mhm. Und bei 60 Denen spricht man von blickdichten bzw. opaken Strumpfhosen. Und die sind natürlich auch warm im Winter. Und semitransparent, das ist zwischen 30 und 50 Denen. Da sieht man noch so ein bisschen die Haut durchschimmern. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, schön bei farbigen Strumpfhosen ist jetzt sowas dazwischen. Es sind dann 40 Denen. Und bei 20 Denen, ne, also sehr dünn, ist es, wenn sie am Bein verschwinden soll. Ne, also Nude, wenn ihr Nude wählt. Und da kommt auch wieder das matte Finish, ist sehr wichtig dabei. Und es gibt gerade aber eine Ausnahme, die bei besonderen Anlässen auch gerne getragen werden darf. Dann kann die schwarze Strumpfhose auch mal Glanz haben. Also einen richtig fiesen, krassen, nassen Nylonglanz. Das sieht cool aus. Ja, und wenn du dann so ein mattes Outfit anhast, schwarz und dann so eine schöne, glänzende, richtig coole Strumpfhose. Sehr sexy übrigens, Mädels. Klasse. Okay, Tipp Nummer 4. Es geht ja auch um Wohlbefinden und um die Gesundheit. Natürlich sollen Strumpfhosen stylisch und gut aussehen, aber sie sollen natürlich auch bequem sein. Also die richtige Größe, wir haben ja drüber gesprochen, ist ganz wichtig, wie ihr die findet, hat Karen gerade beschrieben. Zu eng, zu kurz, das kennt ihr ja. Wenn die so zuppeln, das bringt es ihnen auch kaputt dann, ne? Gar nicht. Eben, je dünner, desto laufmaschenanfälliger. Und wenn man rumzerrt, erst recht. Und das macht auch alles keinen Spaß und ist unter Umständen auch ungesund, schnürt die Blutzirkulation ab. Allerdings bei langen Flügen, da gibt es die sogenannten Kompressionsstrumpfhosen, also nicht die ganz dicken, aber es gibt auch Kompressionsstrümpfe. Das finde ich ganz gut, weil da hat man so wie bei den Sportlern, bei den Joggern, die haben ja auch so Strümpfe, die so ein bisschen eben Kompressionsstrümpfe sind, die dann die Venen unterstützen und entlasten, damit auch die Durchblutung so ein bisschen fördern. So, kleiner Exkurs. Jetzt Tipp Nummer 5, Pflege und Lagerung. Zum Waschen natürlich am besten einzeln in einem Wäschenetz bei 30 Grad, nicht im Knäuel, und vorsichtig auf den Trockenständer trocknen lassen. Vielleicht ein Handtuch drunter legen. Alles vermeiden, was Laufmaschen macht. Das wäre ja schade um die teuren Strumpfhosen. Im Schrank, in der Schublade aufbewahren, am besten in einem Wäschenetz oder in der Originaltüte, die man wieder verschließen kann, in der die Strumpfhose auch beim Kauf war. Und auf keinen Fall einfach so in die große Schublade werfen. Da habe ich auch ein Beispiel zu Hause. Das sieht dann aus, wenn die Schublade wie so eine Schlangengrube ist. Übrigens, ja, auch zu Strumpfhosen haben wir schon mal ein Video gemacht. Hier ist der Link. Zusammenfassend kann ich nur sagen, habt Mut zum Stilbruch. Spitzenstrumpfhosen zu Oversize-Pullovern und Slipskirt. Farbige Strumpfhosen monochrom kombinieren. Am besten im Fachhandel kaufen und beim Kauf mit der Hand in die Griffprobe gehen, wenn ihr Nude kauft. So könnt ihr den richtigen Hautton herausfinden. Tragt ihr Strumpfhosen, traut ihr euch auch mal an Spitzen- und Netzstrumpfhosen und an Farbe ran, dann schreibt uns gerne eure Meinung zu Strumpfhosen in die Kommentare. Und abonniert auch gerne unseren Kanal, das ist kostenlos. Läutet die Glocke, dann versäumt ihr keins unserer Videos. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.